mir ist das egal, solange ich nicht irgendwie in irgendeiner RTL-2-Dokumentation dargestellt. Nein, du bist nicht. Du bist schon ernst zu nehmen, dein Gegner, Seffi. Dieser Teamspeak ging eine Zeit lang nicht, gell? Ich war einmal vor ein paar Wochen auf diesem Teamspeak und da war einfach irgendwie gar nichts. Also nur irgendwie komische Channel. Der war länger offline, weil Anbieter gewechselt habe oder so, keine Ahnung. Weil früher war hier immer volle Bude. Ja, ich weiß. War immer lustig. Komplett stranges Titelbild, was du da drinnen hast. Wieso? Ich sehe lauter Köpfe von UX Gaming. So, ja. Okay. Mich anschauen. Das macht mir Angst. Okay, du bist direkt drin, korrekt. Welche Map möchtest du spielen? Du darfst eine von zwei aussuchen, ne? Aber eine von den zwei ist schon am besten. Entweder hier London Docks oder diese San Marino Mall. Das sind die kleinsten Maps. Wir können abmachen, dass wir mit einer Klasse spielen. Ja, mir ist aber... das egal, Charlie. Mir ist das wirklich egal. Mir ist das scheißegal. Ich kann auch mit Pistole rumrennen, wenn du das möchtest. Dann lass lieber Shotgun spielen oder so. Ja, Shotgun war halt vorgestern, ne? Warte, was gibt es denn überhaupt? Lass mich schauen, warte. Machen wir mal mit der MG42. Ich hab die noch nie gespielt, ich weiß nicht mal, wie ich die spielen soll. Ich hab die auch noch nicht gespielt. Komplett retard, aber ohne Schnellfeuer und so, also ohne komische Sachen. Ja. Muss ich da Rotpunkt spielen? Ich weiß es nicht. Weiß ich auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hab... Du überforderst mich gerade. Okay. Ich muss auf jeden Fall das hier spielen. Ich mach jetzt Taktik, warte. Ja. Knallhart. Okay, ich muss erstmal lesen. Okay, dann ich spiel so. Dann so. Mit Nate. Ja, können wir schon machen. Okay, let's fucking go. Okay. Okay, ich bin motiviert. Ich hab meine MG-Klasse. Und ich mach da rat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 a. Ich eskaliere komplett jetzt. Ja, das glaube ich. Silvester. Ich hab nochmal synchronisiert, damit du nicht wundern, ne? Hast du gerade geklatscht, um es zu synchronisieren? Ja, das mache ich immer. Als ob. Also der Game-Timer, da musst du auch mal kurz mitzählen, ja? Oh ja, das ist, ich stehe schon, ich bin nicht ganz auf den Kopf gefallen. Nee, ich wollte es nur nochmal sagen. Mode free for all, St. Marie de Mont mit Radar an, ne? Ja, starte. Okay. 12, 11, jetzt du. So, 8, 7, 6. Okay, gut, ja, das reicht schon. Ich dachte, ich muss das am Anfang machen, also da, wo... Nee, das ist komplett egal, ist einfach nur, damit das gleichzeitig mit dem Bild ist, weißt du? Junge, das ist schlimmer als bei ProSieben. Nein. Also, dann herzlich willkommen zurück zum 6. Türchen vom Adventskalender, hier mit Sef zu dem Rot, der auf eurer Mutter hockt. Nein, das hast du jetzt nicht gesagt, oder? Leute werden mich halt hassen. Nein, werden die schon feiern. Also, falls ihr jetzt nicht wisst, wer Sef zu dem Rott ist, das ist eher eine competitive Legende. Legende, ja. Legenden sind doch schon tot so, also Legenden leben ja nicht mehr. Ich bin immer noch der Beste, verstehst du, Charlie? Ja, ich verstehe schon. Legenden sind ja nicht mehr gut, die waren mal gut. Diese Waffe ist komisch, hey, ich hab Angst. Okay. Diese Waffe ist halt komisch. Weißt du, an was die mich erinnert? Wie an AW, diese Elsat. Und nein, wie hieß die? Ich weiß nicht mehr, wie die. Oh mein Gott, diese Waffe ist komplett cringe. Ich renne halt mit der rum, als wäre ich irgendwie 100 Kilo schwerer. Warte. Also, Sef, du bist eher ein E-Sport-Spieler, kann man sagen. Oder Competitive-Spieler. Ich glaube, das klingt besser. Ja. SND, aber halt auch nur SND. Also ja, ich spiele keinen Allmod. Aber du hast schon LAN-Erfahrung, kann man sagen, ne? Ja, ich habe 3-6 versus 6 LANs gespielt. Aber alle in München auch, ne? Also nicht irgendwo anders. Nein. War halt immer recht praktisch, weil in München das gleiche in der Nähe war. Also ich würde jetzt nicht extra, außer man würde es mir zahlen, irgendwie extrem weit wegfahren. Also Orgas, die dich jetzt hier durch das Video entdecken, ja, die können... Meldet euch bei Sefirot auf Twitter. Bei Sef zu dem Rot. Wie viele Follower hast du? 1000. Kann auch gerne deinen Twitter verlinken, wenn du möchtest. Ich hör, mach mal bitte. Nein! Also Leute, folgt Sef zu dem Rot ruhig. Wenn er hier gegen UX Charlie verliert, wird er sicherlich viele Anfragen für Teams bekommen. Bis wie viel geht's? Bis 15. Was? Okay, dann muss ich ja hier gleich von Anfang an... Okay. Ich hab aufgehört zu schießen! Ja, ich hab's bemerkt. Du spielst auch mit Rotpunkt, ne? Okay. Ja, ich hab diese Waffe noch nie in der Hand gehabt, MG. Okay, egal. Ich hab Fokus. Wir werden gewinnen und der Bessere wird gewinnen. Du hast Composure? Ich werd die ganze Zeit angestupst. Ich muss kurz andere Teamstreak raus. Ja, okay. Aber warte ich kurz, ja. Nein, geht's weiter, passt. Friss Nate. Oh, also wie lange spielst du schon Call of Duty? Seit Black Ops 1. Oh, schon ein bisschen länger her. Wie alt bist du jetzt? 20. 20, okay. Ja. Auch wenn man mir das nicht anhört. Anhört, ja, okay. Was sollte ich sagen? Aber hier, also so competitive-mäßig spiele ich halt auch erst seit BO2, so wie halt eigentlich fast die meisten. Ne? Also vorher warst du Pub Stomper. Oh.
Ich habe früher, also so mit Clan halt nur Public gespielt. Mhm. In welchen Teams warst du jetzt schon alles? Also so, vielleicht jemand noch kennt? Boah. Oder hast du mal so auf den LANs hast du auch mal ohne Orga gespielt, ne? Also nur mit Doch, ich habe einmal unter Prismatic gespielt. Echt? Okay. Okay. Dann war ich Evil Gaming kurze Zeit. Ja. Ja, Matic, Evil Gaming, meistens halt, ich war halt immer so, die Orga haben für mich nie immer so eine große Rolle gespielt, weil mir war das wichtiger, ja. Weil du brauchst nur eine Orga, wenn du Allmod spielst, weißt du, wie ich meine? S&D ist das komplett cringe, weil du brauchst einfach als S&D-Spieler keine Orga. Da fucken sogar meistens die Orgas ab, weil die wollen ja, dann ganze Zeit halt irgendwelche Sachen von dir. Zum Beispiel, ich habe halt auch unter Orga halt auch gespielt habe, die wollten halt ganze Zeit, wenn ich streame und ich bin ein Mensch, wenn ich was muss, habe ich keinen Bock drauf, ich weiß nicht, das ist einfach... Ja, ja. Auch wenn es mir Spaß macht, sobald... Das war richtig. Das war assi. War eine gute Nate, oder? Das war... Ja. Ah, okay. Du kannst auch gerne so Fake-Reactions machen, ne? Wenn du so... Du kennst so Live-Commentaries, ne? Von so YouTubern. Da kannst du dann auch immer so... Wie meinst du? Ich verstehe das nicht. Das hat sich gerade angehört wie Sex. Okay. Übrigens, Leute, Sef zu dem Rott hatte Angst, dass ich das so RTL-mäßig darstelle, aber so wird das natürlich nicht. Ich hoffe mal. Aber gut. So mit dramatischer Musik. Ja, unser jetziger Kandidat hat eine schlimme Vergangenheit. Jetzt möchte er sich endlich probieren, seinen Traum zu beweisen. Hör auf mit den Nates. Ich hab da komplett Angst bei den Nates. Das ist wie bei Feuerwerk hier. Egal, ich hab jetzt Fokus. Also der MG könnte man sich echt mal vorstellen zu spielen. Die ist schon echt stark. Und GB, er ist nicht gesperrt, so eine Scheiße. Keine Ahnung, ich weiß. Ich höre, du tötest mich halt mehr mit Nates als mit Waffe. Ich hab diese eklige Nate, ja, diese Stift-Nate. Die sieht aus wie Dildo. Okay, ja, das war schlau. Also du spielst jetzt immer nur so Wagers, kann man sagen, in World War 2 gerade, ne? So ja. Ich streame halt auch oft. Also soll ich den Livestream von dir vielleicht auch verlinken, damit ihr den Sef zu dem Rot mal live sehen könnt? Brauchst du nicht. Okay. Oh mein Gott, bin ich One-Shot. Okay, es wird doch nochmal spannend hier. Man hat mit der Waffe gar kein Movement. Ich springe und ich komme irgendwie nur 10 Sekunden, also 10 Sekunden sage ich, 10 Zentimeter weiter. Sehr viel ist ja gerade Adventszeit, ne? Was wünschst du dir denn so zu Weihnachten? Boah, keine Ahnung, ja. Eigentlich nichts irgendwie. Gar nichts? Dass ich nicht mal arbeiten gehen muss und trotzdem Geld verdiene, das wär toll. Okay, ja, das glaube ich. Können wir mir vorstellen. Ich werde nicht komplett die Zeit in Call of Duty spielen, dass die... Ja, okay. Ja, ist auch ein netter Wunsch. Nein, Schwarz. Freust du dich denn auf Weihnachten? Morgen ist ja schon Nikolaus. Oder wenn du das Video hier siehst, du als Zuschauer jetzt, also dann ist ja schon Nikolaus. Bin ich der Nikolaus? Du bist ja noch eine Art Nikolaus, ja. Oh, Killer. Keine Ahnung, hoffe, Weihnachten ist irgendwie immer unweihnachtlicher geworden, finde ich. Ja? Ja, früher war irgendwie alles noch so dekoriert und man hat so richtig schon direkt am ersten Advent gemerkt, so, ja, okay, jetzt fängt Weihnachten an, aber irgendwie mittlerweile. Ich hab Angst, dich zu challengen. Ja, das glaube ich. Ich hab eine Idee, weißt du, wie ich dich jetzt. Warte, jetzt. Du ja, genau, halt. Ich wollte das so machen. Warte. Ich muss ja irgendwie besonders machen, den letzten Kill, oder? Ja, schon. Ich weiß halt nicht wie. Wie soll ich. Du mit deinen Nades, ich komm da komplett an. Okay, ich weiß nicht, ob das geht. Mit Pistole wollte ich dich probieren zu rauskommen aus 500 Meter, aber das geht irgendwie nicht, wenn du MG hast. Hey, warte mal. Ich bekomme ihn, das ist hier schlimmer als der dritte Weltkrieg. Das ist der zweite, ne? Ja, aber... Ja. Warte. Okay, du bist hier. Schau, hättest du mich jetzt gechallenged, gell? Das wäre die geilste Killcam der Welt gewesen. Hä, wie hast du mich... Hä? 1000 IQ Plays. Oho! Hoho! Das war krank, ja. Ich muss halt den Kill... Ich hab halt Angst. Nein. Ich schwör, ich töte dich gleich normal. Du kannst mich auch ruhig normal killen, wenn du möchtest. Nein. Oh! Okay, ja, das kam unerwartet, Es war halt, keine Ahnung, der war halt, hä? Wieso sieht man die Killcam nicht? Weil ich hatte den Play of the Match, das war der Play of the Match hier. Oha! Okay, sehr viel, erstmal danke, dass du mit dabei warst. Und ich überlasse dir das Schlusswort. Wenn du noch irgendwen grüßen möchtest oder irgendwas sagen möchtest oder den Song wünschen möchtest, dann hast du jetzt,
Das ist jetzt die Möglichkeit. Ein Songwunsch, ne? Es kommt jetzt unerwartet. Keine Ahnung, was ich sagen soll. Das ist so unerwartet. Keine Ahnung. Ich grüße alle alle SSD-Spieler, die schon eine Gold haben. Alle SSD-Spieler, die Call of Duty spielen. Auf GB? Also mit der Gold auf GB oder ich sehe doch E-Sport Hub? Nein, E-Sport Hub zählt nicht. Auf gar keinen Fall. E-Sport Hub zählt nicht. Warte. Alle Golds, womit man schon Geld verdient hat, grüße ich. Ich grüße einfach die ganze Menschheit. Zählt das? Ja, das zählt. Dann sind auch die Leute mit ES-Hub dabei. Ja, okay, ja, das zählt schon. Okay. Möchtest du die Zuschauer noch verabschieden? Ja, tschüss. Okay, gut, dankeschön. Das kam zu unerwartet. Ist nicht schlimm. Ich bin ganz schüchtern. Ja, hat man gemerkt, ist nicht schlimm. Das sind komplett cringe, ich merke das schon. Nee. Doch. Soll ich jetzt auch beenden drücken bei mir?